Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Silent Storm mit mir, dem Tante Günther, aka Günther Shadow, und wir sind immer noch auf der Suche nach unserem Informanten in dieser, ja, doch etwas komplizierteren Karte. Hier gibt es einige Häuser, wir haben schon mit Hinterhalten der britischen Truppen aufgeräumt und jetzt müssen wir uns noch ein paar Häuser angucken, aber schauen wir erstmal, ob wir es in die nächste Runde packen. Es besteht nämlich noch die Möglichkeit, dass weitere britische Streitkräfte hier auf dieser Karte erscheinen werden. Und da fällt mir gerade ein, ich könnte ja mal bei Zeiten nochmal meinen Timer starten. Das muss ich immer hin und wieder mal machen. Einfach nur, damit die Parts nicht zu lange werden, weil sonst zockig. Und ja, das wird sonst insgesamt ein bisschen viel. Okay, das da sieht alles relativ gut aus. Ich glaube, Karim, du warst doch gerade noch dabei, hier oben ein bisschen zu erkunden, aber nee, da haben wir schon alles gemacht. Karim, du kannst wieder hier runterkommen. Und wir kriegen momentan, ach, wir stehen hier sogar schon auf grün. Scheinen ja alle Feinde soweit ausgeschaltet zu sein. Ah, Karim kann nicht weiter, weil da ein Zivilist ihr den Weg versperrt. Aber da können wir einfach die Position tauschen. Wir müssen nur danach nochmal wieder auf Rennen wechseln. Und dann geht das so halb. Bisschen was an Bewegungs- oder Aktionspunkten verloren. Klaus, wo warst du denn? Du warst hier drüben. Und hast versucht, die Sache für uns zu beobachten. Lad doch mal noch dein Gewehr nach. Das ist auch ein Zivilist. Okay. Wer ist denn noch ganz gut darin, Gegner zu entdecken? Kenko ist eigentlich gar nicht so verkehrt da drin. Rocco macht erstmal hier die Tür auf. Schau mal rein. Confermato. Sieht relativ gut aus. Kenko, guck du dir mal. Ah, da ist die Tür wieder zugegangen. Ach, das ist einfach so bescheuert manchmal bei diesem Spiel. Aber gut, da müssen wir mit leben. Günnar. Lauf du mal hinterher. Gary. Du wirst hier rüber gehen. Und die Seite hier sichern. Auch du gehst in die Hocke und guckst hier hoch. So, Ende der Runde. Schauen wir mal. Die Alliierten, in dem Falle hier sind es ja nur Zivilisten, die brauchen noch ein bisschen länger. Besteht durchaus noch die Möglichkeit, dass sich da der ein oder andere vielleicht gegen uns wendet. Ich habe es ja schon im letzten Part gesagt, ich war mir nicht mehr so sicher, ob das hier passieren kann. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass bei diesem Spiel alles möglich ist. Karim, lauf du doch mal hinterher. Und dann gehst du hier zusammen mit Kenko rein. Günnar, du bist da eigentlich ganz gut aufgehoben. Kannst du hier durch das Fenster raus? Und dann kann der Gary dir da nämlich ansonsten Feuerschutz geben. Das sieht ganz gut aus hier. Rocco. Du kannst auf jeden Fall auch hier raus. Nächstes Haus ist hier oben. Da stehen auch so ein paar komisch gewandete Burschen. Da unten scheint alles erledigt zu sein. Also wenn wir auch mit Klaus hier aufschließen. Sicher? Ziemlich sicher. Ich habe früh angefangen und werde immer besser. Ja, super besser wirst du. Doppel plus gut, würde ich mal sagen. Zu Befehl. Nächste Runde. Also den Burschen hier, den Zweien da, den traue ich irgendwie nicht. Die sehen ein bisschen verdächtig aus. Haben sich die Dunstkiepe schön ins Gesicht gezogen. Da weißt du nie, was du von so einer Kapuze halten sollst, ne? Okay. Kenko. Lauf mal hier durch. Ich gehorche. Da
dass unser Informant offenbar nicht auf dem Dachboden scheint. Auch nichts los zu sein. Okay. Dann kannst du eigentlich schon wieder runter. Karm läuft nochmal schnell hier die Treppe hoch. Und wird nochmal da einen Blick ins Badezimmer werfen. Kenko, wechsel doch schon mal auf dein MG. Gary, du könntest mal hier ins Fenster gucken. Rocco, hier rüber. Confermato. Ich traue den Burschen da noch nicht. Verstanden. Die Tür da kann er offenbar nicht aufmachen. Muss von der anderen Seite geöffnet werden. Interessant. Ja, wo könnte sich hier unser Informant rumtreiben? Ist er ansonsten vielleicht im Hof? Auch das nochmal ein Platz, wo wir nachgucken könnten. Das macht mich auch so ein bisschen fuchsig, dass sie hier so ladidadi vor dem Haus patrouillieren. Das ist irgendwie verdächtig. Bewaffneter Zivilist, der Typ da, der ist auch oberverdächtig. Nimm mal hier deine... Nimm mal dein Pistolchen. Kannst du die Tür von der Seite öffnen? Nee, kann er nicht, ne? Okay, Gary. Lauf mal hier hin. Rocco, du bist schon da. Kenko, du schließt nach hier auf. Ich nehme den Befehl an. Ja, das wäre sehr schön, sonst wäre ich auch ziemlich böse. Genau, du wolltest mal da noch im Badezimmer gucken. Da ist aber auch nichts. Kannst also eigentlich auch wieder hier rauslaufen. Rocco, gehst mal in die Hocke. Günner. Ist mir in die Hocke. Ende der Runde. Da ist irgendwie was faul. Mit diesen komischen Kapuzen-Heinis. Da ist irgendwas faul. Dann ist auch noch dieser Typ da unten. Da stimmt etwas nicht. So gar nicht hin. Ja, wir machen was am besten. Am besten lassen wir Gary mal hochlaufen. Warte mal, halt mal. Stopp. Kenko, du läufst mal vor. So, kam du läufst hinterher. Ja, wir bleiben dann mal hier in der Deckung. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu vorsichtig. Aber Karm, dich würde ich ganz gerne da noch mitnehmen, bevor der Gary da die Treppe komplett oder so, bevor der Gary da oben die Räume erkundet hat. Ich vermute mal, dass der Bursche hier drin ist.
Das müssen wir jetzt noch hinnehmen, dass die Alliierten, also beziehungsweise unsere Alliierten sind das ja, dass die noch ein bisschen länger brauchen mit ihren Zügen, aber da muss ich mit leben. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass hier, naja, das da ist einfach so mega verdächtig, wie die hier vor dem Haus patrouillieren. Also wenn das nicht irgendwie stinkt, dann weiß ich es auch nicht. Klaus. Der Typ da am Fenster, der ist auch echt merkwürdig. Hock dich mal hin. Also das ist schon merkwürdig, dass hier auch drei von den Burschens da rumstehen, ne? Der eine hier vorne und dann alle an so taktischen Positionen. Der Typ vom Fenster, der vor der Tür, der vor dem anderen Fenster. Stopp. Tausch mal Position mit dem. Ende der Runde. Also hier die Schleiereule da und der Heinz Günther, die sehen ja irgendwie ziemlich unbedarft aus. Aber die Typen mit der Dunstkiepe, die sich da einen Schatten ins Gesicht zaubern, das geht halt echt nicht. So zweischläfrige. Laufen Sie! Raus hier! Das ist eine Falle! Oh fuck. Gary? Dreh dich um. Ziemlich waghalsig, aber es hilft ihnen nichts. Und für die anderen ist es auch zu spät. Oh, fuck. Meine Position ist aufgeflogen. Ich bin aufgeflogen. Der Feind auch mir. Das war Glück. Du dummer Futtermicker, du hast Klaus erschossen. Dafür wirst du bezahlen. Der Feind kann mich sehen. Verfluchter fucking Scheiß Interrupt. Du dumme Heckenbangard, ich werde dich kriegen. Hey, stopp! Was machst du da? Gary, du Vollbrot. Ohne Scheiß. Gib ihm einen Kopfschuss. Falsche Waffe. Das kann ich nicht machen. Jetzt muss Karm dir den Arsch retten. Du weißt, was das heißt, ne? Du schuldest ihr was. Dieser Feind ist keine ernsthafte Bedrohung mehr. Ja, dafür ist mein Heckenschütze tot. Das sind M712er. Da nehme ich doch gerne noch eine mit. Auch wenn ich gerade kotzen könnte. Okay, Günner. Nimm die fieseste Waffe, die du hast. Du kannst ihn nicht treffen. Warum kannst du nicht auf ihn schießen? Kenko kann. Dafür habe ich mich nicht gemacht. Oder auch nicht. Il problema ha risolto. Ja, gut gemacht, Rocco. Gut gemacht. Gut gemacht, Rocco. Gut gemacht. Okay. Das haut nicht hin. Okay, wir haben den Kollege gekriegt. Was kann der? Der ist Level 4. Ein Scout angeblich. 131 Vitalitätspunkte. Stärke 6, Gewandtheit 10, Intelligenz 4. Hat gerade einen Skill bei Entdecken gekriegt. Kannst du aber vergessen, wenn ich dir jetzt irgendeine Waffe gebe. Weißt du was?
Du versteckst dich und hockst dich mal hier schön auf den Boden und wirst hier nichts machen. Bitterst, bitterst. Oh, die dumme Sau, ey, mit ihrem scheiß Interrupt. Ja, ja, komm raus, komm raus, komm raus. Ja, ja, komm her, komm her. Geben Sie Agent Weber Personenschutz, werden wir machen. Zu Befehl. Versuch's mal hier auf der Position. Den können wir abhaken. Ja, den können wir abhaken, genau wie meinen Heckenschützen. Der hat eine PPD 40. Fuck yeah, das ist ja mal geil. Das ist ja mal eine krasse Waffe. Ja, kein Wunder, dass er da unseren Heckenschützen niedergemeuchelt hat. Das ist eine verdammt gute Maschinenpistole. Die PPD 40 war der Vorläufer von der PP-Schar, eine Kopie von der Suomi, aber war halt schon ziemlich fortschrittlich auch im Vergleich zu Suomi. Sehr, 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 sehr gefährliche Maschinenpistole. What to do, what to do. Kenko, laufen wir runter. Kommt da noch irgendwas? Ich will nicht durch den Hof durch. Definitiv nicht. Oko, du sicherst da. Kam. Verstanden. Das war nur eine Frage der Zeit. Okay, da ist noch mal eine Mauser drin, die können wir dem Typen geben. Oh, schneller. Oh Mann, Alter. Und dann war da noch eine Colt am Start. Heftigste Waffenscheiße. Bla. Das Magazin hier kannst du dem Weber mal gerade in die Hand drücken. Magazine sind relativ... Oh, ich sehe eine Steigerung. Okay, warte. Ja. Scheiße. Oh Mann, jetzt haben die den Klaus erschossen. Das ist halt bitter. Also, wir werden Klaus wiederbekommen. Das ist jetzt nicht das Problem. Also, er wird wieder... Er ist nicht komplett hinüber. Er wird nicht komplett verloren. Das wäre zum Beispiel bei einem Raketentreffer oder sowas, wo er dann halt auch wirklich in Stücke zerfetzt werden würde. Da würden wir ihn nicht behalten. Aber das ist halt auch der Grund, warum man dann unter Umständen mal so eine Mission mehrfach spielen muss, auch schwer. Wenn man dann so, dann dürfte es durchaus sein, dass man so Leute auch mal verliert. Nimm die PPD mit. Ja. Also die PPD hat halt eine geringere Anforderung an die Aktionspunkte. Das ist schon ziemlich mächtig. Okay, kam. Ab hier rüber. Die Mauser werde ich auch mitnehmen. Und Günther wird jetzt Klaus tragen. Während Kenko ihnen Rückendeckung bietet. Achtung mit Stolpern. Halt, stopp. Die Colt-Pistolenclips solltest du vielleicht doch mitnehmen.
Und den Colt auch. Fettes Teil, Alter. Das, ich meine, das ist halt eine Pistole. Die macht 33 bis 38 Schaden. Ja, also 10 Schaden mehr als unser MG. Das ist einfach so bitter. Okay, wieder zurück. Gary. Schmeiß mal ein bisschen was weg. 5, 5, 5, 5, 5. Okay, ich schmeiß die angebrochene Kiste hier weg. Nimm die Mauser mit. Weber mit 61 Bewegungspunkten. Lauf mal hier hin. Hock dich mal. Und guck da raus. Nur, falls da was ist. Okay, Rocco. Kannst du hier decken? Sieht gut aus. Such mal Deckung bei dem Baum hier. Die Mission ist nicht ganz ohne, aber wobei ich jetzt wieder sagen muss, es war halt so diese eine Situation, die Gegner werden auf einmal aktiviert, kriegen halt einen Interrupt und dann zack bist du tot. Das ist einfach saubitter. Noch eine Soldato, große Probleme. Oh, Rocco, der hat dich schon im Visier gehabt. Okay. Lass ihn mal eine Granate fressen. Die werden uns alle töten. Jetzt bitte treffen. Super. Kann er mit seiner popligen Grease Gun einen Scheißdreck gegen dich ausrichten. Hock dich hin. Schießt immer noch ganz gut in der Deckung da unten. Calm. Schau mal in die Richtung. Was zu sehen? Nee. Dann mach wieder zu. Approbazione. Und deck mal hier den Günner, während der den unseren toten Heckenschützen abtransportiert. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ich muss gerade ein bisschen Wasser trinken, trockener Hals und so. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, wenn der Typ keinen Interrupt gekriegt hätte, Klaus hätte den halt echt komplett geschnetzelt, ne? So, jetzt machst du aber mal gerade mal Folgendes. Du gibst bitte dem Weber die Clips für seine Mauser. Du nimmst jetzt die Mauser-Karabiner mit. Oh, mein Rücken ist schon wund. Mein Rücken ist schon wund. Oh, du arme Sau. Ach, das ist nochmal eine M712. Fette Scheiße. Also die, da muss man ja sagen, das waren Agenten mit einer Top-Ausrüstung, ne? Also, die waren echt top ausgerüstet. Hier, nimm die M712. Lauf raus und Kenko gibt dir Feuerschutz. Es ist ja leider so, dass man die Dinger nicht gleichzeitig benutzen kann, sonst wäre das halt so ultra aggro, wenn man halt einen Typen nehmen könnte mit zwei Mausern M712 und dann beide auf dem halbautomatischen Modus und dann einfach nur noch abwüten. Das wäre halt so dick. Kommt der nächste.
ist jetzt natürlich nicht ganz ungefährlich, denn Rocco hat ja keine Möglichkeit, hier auf eine längere Distanz zu schießen. Wobei wir kriegen 4% Trefferchance. Wir probieren das einfach mal. Ich bin erstaunt. Was ist denn los mit dir? Was ist denn los? Gary, du musst jetzt gleich auch Rocco Feuerschutz geben. Günther, du läufst mal Gary hinterher. So, das Tor da ist eigentlich ziemlich sicher. Komm, du kannst ruhig schon so um die Ecke laufen. Lang zwar nicht mehr, um dich dahin zu drehen, aber ich denke nicht, dass der Typ da viel machen kann. Okay, Monsieur Weber. Ab hier runter. Känguru bitte auch. Die Situation erfordert schnelles Handeln. Ja, das stimmt durchaus. Okay, er hat nichts gemacht da drüben. Wir versuchen es noch mit ein paar Einzelschüssen. Ja, er kriegt einen Interrupt. Er hat auch eine Mauser. Approvazione. Boah, kam, ey. Das war echt ein Schuss in den Ofen, im wahrsten Sinne des Wortes. Kenko, du musst auf jeden Fall aufschließen. Stopp. Wenn ich dem Feind ins Auge sehe, muss der Feind auch mir ins Auge sehen. Das wird er durchaus tun, da bin ich von überzeugt. Feind gesichtet. Der dumme Mistkerl kriegt nochmal einen Interrupt. Alter, wie viel willst du ihm noch Dieser geben? Dieser Krieg hört wohl nie auf. Nimm deine Lee Enfield. Also, 55. Guter Treffer auf jeden Fall. Zu Befehl. Okay, Günther, du musst hier noch ein bisschen hinter dieser Ecke da stehen bleiben. Und unser, sagen wir nochmal gerade, Ludwig Weber, Oberleutnant Ludwig Weber, du wirst mal so ein bisschen da noch stehen bleiben. Der kriegt gleich noch einen Skill für die Aktionspunkte. Okay, wir können eigentlich an der Stelle mal ganz kurz in seine Biografie reingucken, die leer ist. Schade, wäre jetzt cool gewesen, wenn da noch ein bisschen was zu der Person gestanden hätte. Ich hätte es auch gerne vorgelesen. Oh, gut. Und was haben wir hier? Kenko. 40%. Baller mal noch so viele Punkte rein, wie irgendwie geht. Oh, voll ins Knie. Autsch, das tut weh. Verbergen, verbergen. Rennen. Comprendere. Okay, das ist nur ein normaler Zivilist. Subito. Ich bin stolz, für mein Land zu kämpfen. Scheint aber nichts zu sein. Das ist nochmal so eine halbautomatische Mauser. Die haben echt eine krasse Bewaffnung gehabt. Approvazione. Geh mal da in die Hocke. Und
Onkel Gary hilft. Okay, gut, du hast den Typen hier eben erschossen. Lauf mal weiter. Günner. Pass bitte auf, du hast gerade mit Klaus da drüben so einen Blumenkübel abgeräumt. Das ist auch saugeil. Das erinnert mich an diese Stelle, wo ist das bei der nackten Kanone oder bei der nackten Pistole, bei der Fernsehserie ist es, glaube ich, sogar. Da steckt der Typ dann, da liegt der Typ auf so einer Krankentrage mit Rollen unten dran. Und diese Trage passt irgendwie nicht ganz in den Fahrstuhl und der Fahrstuhl hat so automatische Auf-Zu-Türen und die ganze Zeit donnern ihm diese Türen gegen den Kopf und gehen wieder zurück und donnern wieder dagegen und gehen wieder zurück. Saubitter. Okay, der Typ hat sich versteckt, die dumme Sau. Also ich habe so eine Vermutung, dass er da einfach im Gebüsch weiter hockt. Ich denke auch, dass Kam ihn entdecken kann. Subito. Beziehungsweise bin ich durchaus bereit, eine Granate zu opfern, um rauszufinden, ob er da hockt. Oh! Fällt mir auch nichts mehr ein. Da fällt mir nichts mehr ein, da kann ich nichts mehr sagen. Mann, 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 Mann. Zu Befehl. Ich weiß nicht mehr, wie viele Gegner hier noch rumrennen. Aber so ganz ungefährlich ist es immer noch nicht. Der Weber ist ja ein richtiger Athlet. Du solltest gar nicht da hochklettern. Ich gehorche. So, nochmal jetzt. Gary dürfte ihn eigentlich entdecken. Hörst du auf? Ich wollte mit Gary dahin laufen. Verstanden. Kaboom. Ich gehorche. Ja, Kengo, guck da rein, versteck dich und mach alles platt, was rauskommt. Was irgendwie gefährlich sein könnte. Oh, der arme Klaus. Du hast deinen Kopf gerade mal voll gegen die Mauer gehauen. Der arme Kerl, der arme Kerl. Oh, hör doch auf, ich wollte den Weber auswählen. Jetzt hast du Klaus noch mit dem Arm da in das Fenster reingehauen.
Oh Mann, das ist so genial. Mache ich schon mal einen Screenshot von. Sehr schön auf jeden Fall. Wo hat sich diese Mistratte versteckt? Subito. Das ist kein echter Soldat. Da ist er. Gar kein Problem. Scheiße. Das war nicht gut. Das ist kein echter Soldat. Gar kein Problem. Der ist verletzt, aber er lebt halt noch, ne? Das kann ich nicht machen. Hock dich nochmal hin. So, Rocco. Es ist mal wieder an dir. Du musst jetzt die Vorhaut bilden. Ach nee, die Vorhut, Entschuldigung. Dom do 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 do. Okay. So, du guckst darüber. Ich gehorche. Mach das. Aber wir müssen jetzt eigentlich gleich mit dieser Mission durch sein. Ich nehme jetzt auf jeden Fall noch auf, solange bis wir hier fertig sind. Das ist kein echter Soldat. Der Wichser versucht abzuhauen. Gar kein Problem. Kam, aber nicht mit dir, oder? Subito. Okay, voll exekutiert. Als Leiden. Eine Sten Mark 3. Aha. Okay, jetzt können wir das Ding hier auch verlassen. Gab es nicht nur irgendwo eine verriegelte Kiste, wo ich mit Kenko hin wollte? Ja, gab es. Hier unten das Ding. Ich gehorche. Das machen wir noch. Ich gehorche. Das könnte jetzt noch ein bisschen sein, dass es etwas dauert wegen den Zügen der Alliierten. Aber ich werde auf jeden Fall noch die Beschreibung durchlesen, was wir jetzt an neuen Informationen bekommen haben und so. Also schaltet mal noch nicht direkt ab. Wir haben das Gleiche und ich will wissen, was in dieser Kiste da unten drin ist. 10, 5. Shit. Warte mal, das geht nicht. Siebenundvierzig? 13. Lad mal durch. Weg mit dem Teil. Okay, warte. Das sind Colt-Magazine. Ja. Ja, ich kann das jetzt nicht sortieren. Noch ein bisschen blöd gerade. Moment, dann machen wir es so. 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 So.
Ich nehme den Befehl an. Oh, das ist aber lieb von dir. Okay, eins. Und direkt aufgekriegt. Hey. Mosin Nagant. Die Mission. Die Munition, die ist gut. Die nehme ich auf jeden Fall mit. So ein Gewehr haben wir schon. Ich denke mal, ist es mit. Es ist ohne. Es ist ohne Zielfernrohr. Dann brauchen wir es nicht unbedingt mitzunehmen. Aber die Munition ist wichtig. Da kommt man nämlich nur schwer dran. Oh, warte mal. Hier oben geht's rauf. Jetzt müsste mir mal einer sagen. Lad mal noch schnell nach. Hey, hörst du auf die Zivilisten zu schießen? Du Pappnase, du. Karm. Du brichst mir das Herz. Du brichst mir das Herz. So, und gucken wir mal weiter. Andere Richtung, da ist nichts. Ja. Also da haben wir die Falle relativ gut überstanden. Bis auf einer. Bis auf einer haben wir die Falle gut überstanden. Trefft euch doch mal hier. So, und der Monsieur Weber gibt das mal an Kenko. Kenko, der ist doch schon längst da. Oh, ich sehe eine Steigerung. Das ist eine normale Mauser, die kannst du auch behalten. Aha, der kann aber keine 9mm Parabellum. Ah, nee. Ach so, der verschießt die 9mm Parabellum. Okay, alles klar. Dann kannst du das auch noch dem Kenko geben. So, dann sind wir durch mit nur wenigen Toten. Verlassen wir diese Karte ansonsten? Ja, nein, vielleicht. Moment, wir schauen mal. Ja, was denn? Nee, brauchen wir nicht. Mauser brauchen wir auch nicht. Grease Gun, Stan, Wundpflaster und so weiter. Nee, das ist eigentlich alles überflüssig. Verlassen wir die Map. Also diese Mission. Und wir kriegen eine neue Nachricht. Ludwig Weber kann das Glück seiner Rettung kaum fassen. Er hatte sich bereits auf den Tod eingestellt und nur gehofft, dass andere Deutsche nicht dasselbe Schicksal erleiden würden. Sofort berichtet er, was er zufällig gehört hatte. Die Briten haben wegen des Verlusts zahlreicher Wissenschaftler ihre Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Sowas Ähnliches ist uns ja auch schon passiert. Die Russen, die sich in derselben Situation befinden, erklärten sich zur Aufstellung einer gemeinsamen Einsatztruppe bereit, die den Gründen des Verschwindens nachgehen soll. Vor seiner Gefangennahme gelangte Weber an mehrere Dokumente, die die Aufstellung dieser gemeinsamen Truppe dokumentieren. Er versteckte sie an einem geheimen Ort, den er bereitwillig bekannt gab. Das ist wirklich sehr, 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 sehr interessant. Und bevor ich jetzt hier nochmal irgendeine Zufallsmission mache oder ähnliches, ich denke, wir machen als nächstes dann die Mission Agentenversteck, weil das ja einfach so auch in die Geschichte so reinpasst. Ne? Schauen wir erst nochmal bei uns zu Hause vorbei. Klaus ist übrigens wieder fit, das freut mich sehr. Und weißt du was? Mir fällt gerade ein. Zum Glück habe ich die Gegenstände mitgenommen, denn als Klaus gestorben ist, hat er nämlich einen Teil seiner Ausrüstung verstreut. Wo ist es? Gary, gib dem Klaus nochmal sein Gewehr wieder.
Kenko, gib dem Klaus mal seine Pistole wieder. Mit der Munition, bitte. Fein, okay, sehr schön. Ja, und du kannst mal hier dein Gewehr wieder nehmen. So, Rocco, das ist soweit alles in Ordnung bei dir. So, Klaus hat wieder seine Pistole und sein Gewehr und ist damit wieder ein vollwertiges Mitglied unserer Truppe. Sehr schön. Die Ausrüstung werde ich nochmal offscreen machen. Aber wir schauen trotzdem nochmal jetzt gerade kurz zusammen rein, ob es neue Sachen gibt hier. Also wir haben immer noch viel zu wenig Munition für den Colt. Insofern das vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir da noch ein bisschen Zeug gefunden haben. Da sehen wir es gerade mal. 4 Munitionsclips haben wir für das Ding. Entlade die mal. So, das Ding hier kannst du auch abgeben. Da müssen wir mal gucken. Kenko war jetzt bisher eher selten in der Situation, dass er mal irgendwelche Explosivdinger werfen konnte. Es war ein bisschen schade. Gary, du hast jetzt auch so eine Mauser. Die Frage ist, will ich dir das geben? Oder gebe ich das Ding nicht vielleicht doch Rocco und belasse dich bei deiner Luger? Ich glaube, ich gebe das Teil deinem anderen noch. Wie viel Schuss sind da drin? 8 Schuss, ne? Das sind 8. Ja, okay. Die Luger kann also auch mit diesen Walter-Geschossen da rumballern. Okay. Wir laden hier mal noch ein bisschen nach. Ja. Gibt's neue Gewehre? M1 Garand, das haben wir ja schon. Das ist eine Carcano. Nicht so das Gelbe vom Omelett dabei. Eine PPD haben wir nicht. Das könnte auch von der Munition her nochmal so ein bisschen problematisch werden. Wirklich neue Bewaffnung haben wir hier nicht gekriegt. Ich sehe nur gerade, dass Gary jetzt auch Dynamit einsetzen kann. Was ja irgendwie schon geil ist. Der Sprengdoktor. Oder Dr. Kavum. Das wäre doch ein cooler Spitzname. Okay. Kenko, kannst du irgendwas? Du könntest noch eine Mine mitnehmen. Will ich dir noch eine Mine geben? Ich würde gern hier das Lydit mitgeben. Oder so ein Satz Dietriche oder sowas. Ja, okay, nee. Ja, Leute, die Ausrüstung machen wir also bis zum nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch alles Gute, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.